Hallo und herzlich willkommen bei Chefstuff. Mein Name ist Simon und heute machen wir eine kleine Warenkunde mit der Pomelo. Die Pomelo ist eine Kreuzung zwischen der Grapefruit und der Pampelmuse. Sie kann 1,5 bis 2 Kilo schwer werden und hat eine leicht birnenförmige Form. Sie ist gelb und wenn die Saison losgeht im Oktober, wenn die in meistens Israel vom Bauern kommt, vom Pomelo-Bauer, gibt es auch rosa Früchte. Ansonsten gibt es nur zu sagen, dass sie beim Zuchtanteil der größere Anteil der Grapefruit hat. Frucht wird verwendet wie eine Pampelmuse quasi. Wir schälen die, zack, zack, bum, bang. Und danach schneiden wir die einzelnen Filets raus, wie wenn man so eine Orange filetiert. Zack, 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 zack. Ne? Ihr wisst Bescheid. Und das machen wir jetzt einfach mal gemeinsam. Und danach können wir ja mal schauen, was man so alles aus der Pomelo machen kann. So, wir schneiden jetzt mal hier unsere Pomelo ab und schneiden hier unten unsere Pomelo ab. Und jetzt seht ihr dann hier diese weiße Schale und diese müssen wir komplett abschneiden bis zu unserer Frucht. Hier oben auch. Ja, tasten wir uns jetzt mal langsam vor bis zu unserer Frucht. Ja. So, da sind wir. Hurra, 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 ist das ja. So. So. Die weiße Haut der Pomelo soll natürlich komplett ab. Ist nicht zum Verzehr geeignet. Muss ich mich jetzt mal gerade rantasten hier, dass ich hier nicht zu viel abschneide. Da hätte mich mein ein oder anderer Küchenchef schon skalpiert. Aber so sind wir ja hier nicht. So, hier sehen wir auch, das ist eine relativ feste Haut, die wir haben. Das sagt uns so viel aus, dass sie jetzt noch nicht so ausgereift ist und dann wahrscheinlich auch nicht ganz so süß schmecken wird. Umso schrumpeliger die Haut ist, umso süßer schmeckt sie. So, also ich schäle das jetzt mal grob ab hier und danach putze ich die ein bisschen aus, damit wir schön die Segmente rausschneiden können. Ja, also die Filets, so. Ich habe unsere Pomelo nun geschält und die weißen Verwachsungen ein bisschen entfernt. Und jetzt können wir anfangen, unsere Segmente, also quasi die Filets, herauszutrennen. Das schneiden wir dann spitz zu, ja, also im spitzen Winkel, so an den einzelnen Segmenten entlang. Ja, so, wie wenn man eine Orange filetiert. So. Und das Weiße müssen wir im Nachhinein dann noch ein bisschen abschneiden. Weil das schmeckt nicht. So. Vielleicht könnt ihr schon sehen, die Struktur ist leicht porös, fest und grob. Gröber wie jetzt bei anderen Zitrusfrüchten, aber das ist gerade das Geile. Ich habe jetzt die Filets der Pomelo rausgetrennt und wie man hier so schön sieht, wenn man ein bisschen näher rangeht, hier, das sind diese weißen Segmente, die noch dran sind, die kann man da auch eigentlich relativ simpel und leicht abziehen und wenn ihr guckt, die Struktur relativ grob faserisch und ja, grob kann man schon so sagen und fest im Fleisch. Ja, also die bröselt so richtig auseinander und ist super lecker, meiner Meinung nach. Wie gesagt, wenn man sie schält und die Schale ist schon so ein bisschen krumpelig, so wie alte Haut, dann schmeckt sie auf jeden Fall ein bisschen süßer. Und so wie wir jetzt hier eine hatten, die ist ein bisschen säurehaltiger im Geschmack, aber auch super lecker. Es gibt auch noch andere Sorten von der Pomelo. Zum Beispiel die Honigpomelo aus China.
Ja, wie gesagt, unsere war jetzt aus Israel. Schmeckt auch super lecker. Und ja, auf jeden Fall kann man sie wunderbar zu Obstsalat verwenden. Ist klar, ne? Oder einfach so zum Naschen. Das ist einfach super lecker. Was ich jetzt oft in asiatischen Rezepten gesehen habe, also auch ab und zu in der einen oder anderen Küche angewandt, waren Salate, die wir damit gemacht haben. Also wir haben Chutneys draus gekocht oder haben die zum Beispiel auch mit Chili zusammen. Sie enthält sehr viel Vitamin C, Kalium, Magnesium und Phosphat. Sie hat wenig Kalorien. Sie regt die Darmflora an, also die Verdauung regt sie an. Und ja, wir haben alles gesagt. Auf jeden Fall ist das mein Geheimtipp für jeden, der mal irgendwas ausprobieren möchte. Ich verlinke noch das ein oder andere Rezept unten drunter. Aus meiner Zeit in der Schweiz war das, glaube ich. Da haben wir immer sehr viel mit Pomelo gemacht. Das war es jetzt auch schon wieder mit unserer kleinen Warenkunde mit der Pomelo. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert unseren Kanal, folgt uns auf Instagram und wir sehen uns. Ciao, ciao.